Was man nicht alles tut, wenn man den Seehasen endlich fangen will. Und ich suche ihn hier schon seit ein paar Tagen. Und hier ist an für sich schon eine ganz gute Stelle für Seehase. Mann. Gestern direkt erstmal einen Super Trophy Seehasen chinesischen Spieler angeschrieben. Und der meine Alden, so ungefähr, probier doch mal da mit dem und dem Köder. Jo, und das habe ich gemacht. Hingefahren, los und getestet und getestet und getestet. Und es sind schon die ersten paar Seehasen relativ gezielt. So gezielt, wie man eben am Nordmeer angeln kann, in größerer Tiefe. Aber relativ gezielt sind die Seehasen reingegangen. Das war gar nicht so schlecht. Jetzt muss ich mal eben gucken, wöchentliche Rekorde, Meeresrekorde. Ist denn hier der Rekordfänger noch drin? Oder vielleicht ist ja auch eine Fängerin. Da, Herr Huan. Exactly. Ja, Mann. Habe ich direkt angeschrieben. Zack. Und dann hat es ein bisschen gedauert und dann kam tatsächlich auf Englisch zurück. Allen hier. Probier mal aus, mit Koordinaten, allem drum und dran. Und dann geht's aber los. Wenn man den Köder hat, wenn man die Koordinaten hat, dann muss man ja trotzdem noch suchen. Und dann wird's tatsächlich auch ein bisschen tricky. Und ich habe hier einige Stunden jetzt abgesucht und probiert und probiert und probiert. Und ich habe so einigermaßen, glaube ich, die Stelle gefunden, wo zumindest im Moment, bam, große Fische reingehen. Also, Trophy-Spots. Wir gucken uns das gleich schön im Detail auf dem Echolot an, denn normalerweise fahre ich quasi sofort nach einem Wurf wieder zurück an dem Spot, damit ich immer an diese gleiche Stelle werfe, denn wir wollen ja den immer gleichen Fisch. Also, nicht einfach reinhalten und gucken und hoffen, dass irgendwo was geht. Wir tuckern schon über genug verschiedene Spots. Nee, nee, den einen, den besonderen, den ollen Seehasen. Den will ich. Vielleicht ist er schon dran hier. Vielleicht ist er schon dran. Guck mal, der meckert hier schon ein bisschen. Komm. Komm ran. Alden. Ja, gerade hier direkt nochmal hingefahren. Und einfach nochmal testen. Vielleicht ballert er rein. Wenn es jetzt gerade geht, dann muss man das auch ausnutzen, wenn die Spots gerade da so sind, wie sie sind. Und wir gucken uns das, wie gesagt, gleich schön auf dem Echolot nochmal an. Da sieht man so einiges. So, komm rauf hier. Ja, nochmal ein Kabel. Ja, nochmal ein Kabel, ja. Also, so sieht's gerade aus. Einer ist auch schon rein. Ein schöner Seehase mit 4,4 Kilo. Crazy Fish. Ganz, ganz, ganz verrücktes Ding. Der hat so einen schönen Nöbel hier unten auch noch. So ein Saugnapf, Alter. Fantastisches Ding. Und den will ich natürlich in Trophy haben. So, wo sind wir hier? Also, das Ganze basiert auf dem 80er. Also, auf dem 80er, auf der 80er Sandbank. Dann brettern wir hier hin. Man kommt ja hier schön von oben runter. Und dann brettern wir am besten von oben hier so hin. Und sehen dann hier, ich setze mich mal so ein bisschen, und sehen dann hier in dem Bereich, so, ein bisschen hier links rüber, stopp, ich mache schon mal den Motor wieder aus, und da geht es auch schon los. Da geht es los. Zum einen, jetzt auf dem Echolot, oh, irgendwie die Rute wegpacken, so. Zum einen haben wir hier diese Krümmung, also diesen Bereich, diese Kurve hier. Das zum einen. Also genau da an dem 80er. Und zum anderen haben wir hier diese großen Trophy-Spots oder Spots mit großen Populationen drin. Und die wollen wir haben. Wir wollen nicht den kleinen Kram, wo zwischendurch mal die kleinen Fische sind. Wir wollen die mit den großen Populationen. So, und wenn wir jetzt da sind hier an der Stelle, ich fahre jetzt noch mal ein bisschen zurück, dann kommen die gleich wieder. Da ist er schon wieder. Jetzt fahre ich wieder vor. Komm, 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 vor, vor. Oh, je, je, viel zu weit nach hinten. So, jetzt fahren wir wieder vor. Da sind sie wieder. Das, seht ihr, die plöppen wieder zurück. Und jetzt fahren wir wieder zurück. So.
Jetzt machen wir wieder. Kommen wir genau dahin an die Stelle. Also, ihr seht, da sind sie wieder. Jetzt plöppen sie von der Mitte wieder zurück. Und jetzt wieder und der nächste. Also, das ist der Way to go. So sucht man sich diese Trophy-Spots. Das ist nicht irgendeine wilde Malerei. Das ist Echolot. Ich verlinke nochmal das Video zum Wie funktioniert das Echolot. Auf jeden Fall mal reingucken. Und so sucht man sich quasi diesen einen Spot. Also, jetzt wieder ein bisschen weiter vorfahren. Da sind ja jetzt diese drei Spots übereinander. Zack, Motor direkt wieder aus. Auswerfen. Ihr wisst ja, Echolot ist vorne. Und jetzt absinken lassen. Und das braucht natürlich ein bisschen, ne? Aber dann sind wir jetzt da in dieser Area. Und da sind, wie gesagt, diese Spots. Und diese Spots hier, hier in der Mitte, ich kann das ja nochmal so grob erklären, hier in der Mitte ist der Scan. Das ist die Bootsspitze hier. Und dann wird da vorne an der Spitze jetzt gerade diese Population gescannt. Und deswegen sieht man die da. Immer wenn man vorne mit der Spitze drüber fährt, dann ist er direkt wieder vorne an der Spitze. Wie gesagt, wird im Echolot-Video auch noch deutlich erklärt, wie das funktioniert. Und so kann man sich dann eben ganz gezielt diese großen Spots und Populationen raussuchen und eben auch gezielt beangeln. Ein bisschen nachteilig ist natürlich die Drift. Die haben wir hier natürlich auch. Und die Drift, die müssen wir natürlich immer wieder korrigieren. Das heißt, einmal hinfahren und einmal... Oh, was haben wir denn da jetzt gerade? Bewegung in Grundnähe. Ach, der macht sich gerade so komisch schwer. So, irgendwie hänge ich hier gerade so komisch schräg. So, jetzt... So, jetzt geht das wieder. Zack. Und in Grund, jawohl. Und dann kommen wir hier so... Er bewegt sich so komisch, oder? Aber ist schon wieder was dran, okay. Immer wieder korrigieren. Also immer wieder zu dem Spot fahren. Wegen der Drift. Mal driften wir vor, mal driften wir zurück. Alle 6 Stunden. Also 6 Uhr in die eine Richtung, 12 Uhr in die andere Richtung, 18 Uhr wieder wechseln. Alle 6 Stunden driften wir in eine Richtung hin oder her. Also müssen wir ständig den Spot korrigieren, wenn wir die besagten Spots gezielt anwerfen wollen. Und im Idealfall natürlich auch noch mitberechnen, in welche Richtung driften wir, bis dann auf 80 Meter der Köder unten ist. Landen wir dann ja noch ein Stückchen weiter vor oder ein Stückchen weiter hinten. Also das alles mitberechnen, wenn wir hier ganz gezielt den einen Fisch und den einen Spot beangeln wollen. So, next. Ja, super. Erstmal einen Köder gefangen. Jetzt also direkt wieder zurück. Wobei ich sehe gerade, wir sind gerade genau an der richtigen Stelle. Direkt vor uns, unter uns, sind wir hier an einem großen Spot. Direkt an der Spitze. Wir sind direkt an der richtigen Position. Ein bisschen zurück, bisschen unterhalb hier von der 80. Jetzt treiben wir gerade, glaube ich, zurück. Genau. Und dementsprechend verschwindet der jetzt natürlich, der Spot. Den haben wir jetzt gerade gesehen und der bleibt quasi nur als Erinnerung jetzt in diesem Bereich, bis wir dann über den nächsten Spot fahren, wo dann gesagt wird, ich habe da was entdeckt und der geht dann auch wieder in Erinnerung. Deswegen ist das eben auch so viel, also wenn wir schnell fahren, deswegen sehen wir da so viel und so dicht die Spots und deswegen sehen wir jetzt auch gerade nichts. Und es wird auch nicht immer alles angezeigt. Es sind auch immer mal wieder Spots da, die nicht angezeigt werden auf dem Echolot. Wahrscheinlich sind es einfach zu viele Spots. So, jetzt aber, komm mal, jetzt ist auch die Bewegung wieder richtig. Gerade war die Bewegung ganz komisch. So, jetzt hebt er auch die Rute wieder richtig an. Perfekt, zack, Pilken und so weiter. Jawohl, und rein. Ja, so und so ähnlich. Und jetzt heißt es natürlich Geduld. Ich hatte gestern 3 Seehasen hier an der Stelle. Da war der größte irgendwas um die 2 Kilo. Jetzt hier mit 4,4 ist natürlich schon mal wieder richtig gut. Das schmeckt und ich hoffe jetzt, ich werde jetzt hier einfach nochmal, keine Ahnung, so 2 Stunden durchziehen. Einfach nochmal weiter probieren und testen, 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 ob da nicht das Ding reingeht. Und ich bin ja auch relativ groß noch unterwegs, weil ich ja dann doch irgendwie auch die größeren Brocken haben will. Deswegen gucken wir uns natürlich auch gleich nochmal kurz das Setup an und dann haben wir es doch. Sämtliche Infos, die man braucht,
um hier mit viel Glück auch natürlich den Seehasen zu kriegen. So, komm mal ran hier. Der hat doch schon wieder ein bisschen Bock. Zumindest ein ganz vernünftiges Gewicht. So ein 8 Kilo Seehasen würde ich auch noch mitnehmen. Oha, guck mal, jetzt wehrt er sich sogar. Jetzt wehrt er sich sogar nochmal. Ziehen wir ihn mal ein bisschen in eine andere Richtung. So. Und dann hat er direkt wieder verloren. Komm ran. Es war bisher noch nichts wirklich Gefährliches drauf. Ne? Also man kann hier ganz entspannt stehen. Und ich bin auch ganz freudig schon hier mit den Ködern unterwegs und werde die auch nochmal anders testen an anderen Stellen. Weil ich die Köder bisher so gut wie noch gar nicht verwendet habe. Da kommt da der nächste Brocken. Oh. Ja, Lumpe. Die waren gestern auch da. Davon waren immer mal wieder welche da. So, erstmal wieder korrigieren. Wir fahren ein Stückchen vor. Direkt wieder ausmachen. Jawohl, perfekt. Ja, und wir werfen direkt wieder aus. Und in der Zwischenzeit gucken wir natürlich rein in das Setup. Also, das Ganze hier aufgebaut. Dick. Eindeutig dick aufgebaut. Wer weiß, was hier reinballert. Also da schön auf Nummer sicher. Hier jetzt komplett auf Orange das Ganze. Wobei der ja hier so ein bisschen fluoreszierend und pink ist. Aber Orange ist gerade hier die Farbe. Orangener Firestick, hier den Octopus mit dabei. Einfach nur, eigentlich hier nur Gewicht. Eigentlich hier der Bereich relativ wurscht. Ein Gewicht dran, gib ihm. Und dann geht's hier um das Gebimsel. Das sind die Köder, die wollen wir hier haben. Und zwar den Real Squid. Alter, was für ein Squid. Wildes Ding. Halber so ein Torpedo, Alter. So, den Squid, den wollen wir hier haben. Den 1706 in Orange mit den orangenen Perlen. Ich habe jetzt einen 8-0er Haken genommen. Wie gesagt, ich übertreibe es dann halt einfach mal gerne. Um eben hier vielleicht auch tatsächlich dann eine Chance zu haben auf eine Trophy. Wenn man dann schon so einen dicken Fisch dran hat, dann kann er ja auch gerne als Trophy reingehen. Deswegen einfach gerne mal ein bisschen übertreiben. Und zack, ich meine, so ein 4,4er ist ja schon mal nicht so schlecht. Ist, glaube ich, bisher mein größter Seehase. Ja, müsste der größte sein bisher. Also mal gucken, was da noch geht. So viel dazu. Das ist der Spot. 80 Meter Tiefe. Kann man, ja, vielleicht sogar schon mit der Sensi, ist ein bisschen tricky. Also bisher noch nichts richtig Großes hier. Klar besteht immer die Chance, dass auch ab und zu mal sowas wie ein Heilboot reingeht. Das Risiko besteht natürlich immer. Aber bisher waren die schwersten Sachen ja sowas wie Kabeljau. Ich sag mal so um die 20 Kilo vielleicht. Oder eben so ein oller Lump. Und mehr war bisher eigentlich nicht. So, schnell wieder zurück. Ab auf dem Spot. Oh, wir sind viel zu weit getrieben. Schnell wieder zurückfahren. So. Bisschen korrigieren. Noch ein Stückchen Rückwärtsgang. Jawohl, so sieht das ganz gut aus. Bremse aus. Motor aus, Bremse rein. Auswerfen. Denn wir sind hier schon wieder am richtigen Spot und treiben jetzt gleich nach vorne über den Spot wieder zurück. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, das hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Und dran denken, freitags ist immer massiv Wettangeln für alle, also im Low-Level-Bereich, da kann dann jeder mitmachen. Bis dahin, Petri.